Müllermilch. Boah, was? Popcorn? Karamell, Zuckersirup, Speisesalz, Stabilisator. Aber, wie schon gesagt, der Geschmack muss überzeugen. Gib her, Müllermilch. Boah, was? Popcorn? Das gucken wir uns an. Geil, ich bin gespannt. Jetzt wird's verrückt. Das habe ich in 40 Jahren Müllermilch noch nicht gesehen. Ich gebe zu, ich bin noch keine 40. Kann es sein, dass du dumm bist? Aber Popcorn-Geschmack, das gab's doch wirklich noch nicht, oder? Das ist doch komplett neu. Der Flomaster, also ich, hier am Schneiden im Auto. Ja, vor ungefähr 5 Jahren, als es das Food-Tested-Format noch nicht auf YouTube gab, da gab es schon mal eine Müller-Milch-Edition mit Popcorn. Das Design noch ein bisschen anders. Ob es genauso geschmeckt hat, weiß ich nicht. Aber eine Fehlinformation meinerseits. Nur mal zur Korrektur. Weil ich weiß, Müllermilch gibt es seit 83, ich wusste nicht genau wann. Und die haben ja mit diesen Bechern angefangen, die man heute kennt. Da gab es damals noch die drei Sorten Schoko, Vanille, Erdbeer. Mehr gab es ja nicht. Die Becher, die gibt es ja heute noch neben den Flaschen. Also es sind ja mehr verbreitet, diese Flaschen. Ich trinke auch lieber aus den Flaschen, wobei in den Flaschen nur 400 Milliliter ist und in den Bechern 500. Naja. Trotzdem ist das weird. Ich habe jetzt wieder so die Befürchtung, dass es so ein bisschen eine Sorte ist, wo man kaum was schmeckt. Aber es gibt auf jeden Fall ein Milchmischerzeugnis mit Popcorn-Geschmack. Wärmebehandelt. Mehr steht da nicht. 1,5% Fett, wie immer, im Milchanteil. Milch, Buttermilch, Zucker, modifizierte Stärke. 0,5% Karamell. Aha. Karamell, Zuckersirup, Speisesalz, Stabilisator. Okay, das sind auf jeden Fall die Nährwerte. Man sieht es jetzt nicht richtig. Ich halte es auch nur kurz in die Kamera. Ich blende es aber sowieso nochmal ein. Aber, wie schon gesagt, der Geschmack muss überzeugen. Das Design ist auf jeden Fall schon mal geil. Und die gibt es auch nur für kurze Zeit. Die anderen sind auch limitiert, aber die gibt es ja in der Saison. So. Riecht schon mal nach Popcorn. Wie Popcorn riecht. Jetzt bin ich gespannt rein. Alter. Also erstmal habe ich einen ganzen Hieb genommen. Also ich habe es nicht gleich wieder abgesetzt. Es hat anscheinend geschmeckt. Oh, das schmeckt auch. Das schmeckt wie Popcorn schmecken sollte. Popcorn flüssig als Getränk. Würde ich sogar lieber nehmen. Also weil im Kino nehme ich dann wirklich mehr Nachos als Popcorn. Aber es trifft mal wieder genau das, was es sein soll. Ich finde das besser als die anderen Editions auf jeden Fall. Boah, bisschen beängstigend sogar, wie gut das schmeckt, weil ich war in letzter Zeit von Müller nichts Krasses mehr gewohnt. Ich zeige euch ganz einfach, was ich hier in meiner Hand halte. Es ist die Müllermilch. Aber das große Problem ist eben Popcorn. Popcorn an sich, das musst du dir halt entweder selber salzen oder sonst irgendwie karamellisieren und sowas. In dem Getränk kann ich mir vorstellen, dass das das reine Popcorn ist, flüssig. Da ist nicht groß was dran. Das würde wahrscheinlich oder schmeckt eigentlich auch wie Popcorn, ohne dass du da wirklich dran was machst. Wir nutzen die Technologie. Und genau das ist nämlich das Problem. Aber trotzdem muss ich sagen, eigentlich auf eine Stufe mit Typ Salted Caramel Brownie. Weil das Salted Caramel hat noch diesen gewissen Extra-Kick. Aber das schmeckt auch wirklich nicht schlecht. Ja, da kann ich wirklich auch wieder eine 9 von 10 geben. So, ja, die Bewertungen sind so. Aber es kommen ja auch mal wieder andere Tests. Das hat mir eben mal wieder gefallen und dann gefällt es mir auch. Und da gebe ich auch 9 von 10 Punkten. Das ist gut. Kann ich auch weiterempfehlen. Man kann es zumindest mal probieren. Wenn es euch nicht schmeckt, ist was anderes. Ja, 1,39 € ist auch ein stolzer Preis. Aber gut, das war's mal wieder mit den Müllermilch Editions. Ich würde sagen, wir sehen uns wieder. Bis zum nächsten Mal und ciao.